So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 3. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Ja, in der letzten Folge sind wir in die Pumpensteuerung eingedrungen oder in den Jefferson Memorial Rundbau. Und jetzt bin ich gespannt, wie unsere Story dann da weitergeht. Lass uns reingehen. Ich meine, hier haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen aufgeräumt. Da geht's wieder zurück ins Jefferson Memorial und Souvenirshop. Und jetzt schauen wir mal auf die Karte. Was wir denn hier jetzt machen müssen? Da müssen wir hin. Okay. Ich bin ja sehr gespannt. Wir müssen ja in die Pumpenräume, so wie es ausschaut. Aktivieren. Luftschleusensteuerung. Hilfsfiltereinlass. Project Purity, persönliches Tagebuch, Eintrag 5, Eintrag 8 und Eintrag 10. Was kann ich hier machen? Aktivieren. Da kann ich irgendeinen Code eingeben. Aha. Naja, aber ich bin doch schon da, wo ich hin wollte, oder nicht? Habe ich das schon mal erzählt, dass ich das total faszinierend und hammergeil finde mit diesen alten Anlagen? Falls nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Es ist aber auch ein Riesending hier. Wahnsinn, Leute, schaut euch das mal an. Ist das heftig oder ist das heftig? Das ist doch einfach nur Hammer. Da stehen Fässer, da will ich nicht hingehen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und das da unten muss ganz schön tief sein. Wobei ich das gar nicht erkennen kann, wie tief das ist. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Luftschleusensteuerung. Was muss ich denn da machen? Warum Luftschleusensteuerung? Die Sprechanlage spricht nicht mit mir. Was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke? Ich mache hier mal einen Schnellspeicherpunkt. Ja, die Rechanlage reagiert nicht. Jetzt hat er schnell gespeichert. Was macht die Luftschleusensteuerung? Die macht gar nichts. Aktivieren. Hilfsfiltereinlass. Diese Konsole ermöglicht die Einspeisung zusätzlicher Filtermedikamente. Ach so. Okay. Nun gut. Hier kann man nichts machen. Dann, das heißt wohl, ich muss jetzt hier erstmal die Tagebucheinträge anhören. 5. 8 und 10. Na, dann hören wir uns die mal an. Notizen. Lass mal anhören. Sogar in Vault 101 habe ich mit meiner Arbeit an Projekt Purity nie ganz aufgehört. Schon bald nach unserer Ankunft gehörte es zu meiner abendlichen Routine, in den gesperrten Bereichen nach, was weiß ich, zu suchen. Nach irgendwas. Immerhin war es eine Vault-Tech-Einrichtung. Der Ort war mit den modernsten Technologien erbaut worden, die dieses Land jemals entwickelt hatte. Bei diesen Ausflügen kam aber nie etwas Nützliches heraus. Also brach ich eines Nachts, nach einer halben Flasche Scotch, in das Büro des Aufsehers ein. Es war einfach, seine Konsole zu hacken und Zugriff auf die geheimen Dateien zu erlangen. Das meiste war aber Müll. Propaganda, Spionageberichte, schlichtweg Scheißdreck. Aber es gab eine Sache, die meine Aufmerksamkeit erregte. Der Name Dr. Stanislaus Braun. Natürlich kannte ich Brauns Arbeit. Zu seiner Zeit war er sehr prominent. Vault-Techs Hexenmeister der Technik, der seinesgleichen ob seiner technischen Fähigkeiten staunen ließ. Aber es war auch in Vault 101 in dieser Nacht im Büro des Aufsehers, als ich zum ersten Mal von Brauns Rolle in Vault-Techs Programm zur Erhaltung der Gesellschaft und seiner Arbeit an etwas namens GEEK erfuhr. Das Garten-Eden-Erstellungskit. Ehrlich gesagt klang das GEEK wie pure Fantasie, sogar für jemanden mit Brauns Fähigkeiten. Es war nicht weniger als ein Wunder. Ein Terraformungsmodul, das Leben aus totaler Leblosigkeit erzeugen kann. Und dieses Ding war nicht nur real,
Es wurde sogar an verschiedene Vaults verteilt, um es nach einem Atomkrieg einzusetzen. Leider befand sich Vault 101 nicht auf dieser Liste. Ich habe einige Nachforschungen betrieben und fand Browns Name auf der Reservierungsliste für Vault 112. Ich bin kein Pfuscher, aber dieser Mann könnte leicht das geschafft haben, woran ich gescheitert bin. Ist sein gesammeltes Wissen immer noch in den Räumen von Vault 112? Tagebücher? Holobänder? Computerdatensätze? Vielleicht sogar Experimente? Wenn ich nur Zugriff auf einen Teil von Browns Genialität hätte, würde Projekt Purity Realität werden. Ich bin zu Vault 112 aufgebrochen, um nach etwas von Braun zu suchen, das uns bei der Fertigstellung des Aufbereiters helfen könnte. Ich weiß nur, dass es sich irgendwo westlich eines Ortes namens Evergreen Mills in einer Art Werkstatt befindet. Aber ich werde es finden. Ich muss. Wir sind ganz nah dran. Aber ist das nicht sowieso die Geschichte von Projekt Purity? Ein ewiges ganz nah dran sein. Mal sehen, ob Braun das fehlende Puzzlestück hat. Die Geschichte wird ja immer abenteuerlicher. So, jetzt können wir den Ton auch wieder anmachen. Okay, haben wir neue Aufgaben bekommen. Wissenschaftliche Anstrengung. Zugang zu Vault 112 verschaffen. Und hier können wir gar nichts machen. Hier können wir jetzt gar nichts machen. Das ist aber zu schade. Die Stromzufuhr zur Konsole ist derzeit unterbrochen. Toll. Also gut, hier können wir weiter nichts machen. Dann wieder raus und den ganzen Weg wieder zurück. Da geht's raus. Der hat nichts zu sagen, der Kasten. Vault 112. Wo ist denn der? Weltkarte. Och nö. Nicht wahr, oder? Och nö. Ach, klasse. Da dürfen wir jetzt durchs gesamte Ödland reisen. Eine riesige Ödlandreise auf uns nehmen. Na prima. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Gibt es da irgendwo einen Ort, den ich da drüben schon entdeckt habe, wo ich dann hinreisen kann? Muss ich mal schauen. Da ist Vault 101. Da sind wir raus. Da ist die Gierderhalle. Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt. Da ist das Robco-Werk. Da können wir hinreisen. Dann können wir da übers Land so ein bisschen laufen. Ich hoffe, ich finde da einigermaßen hin. Und wir haben da auch einigermaßen unsere Ruhe auf der Reise dorthin. Ich bin sehr gespannt, ob wir heil da ankommen. Querbeet ein, Querfeld ein. Ist vielleicht keine so gute Idee. Ein Yaogai. Ich gehe lieber außen rum. Der ist jetzt da unten. Muss echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Okay, hat er mich schon gesehen oder was? Autsch. Nein, noch einer! Hilfe! Meine Güte!
Na, jetzt brauche ich aber ein Stimbag. Und auch eins für meinen Kopf. Der hat mich ordentlich erwischt. Der hat ja geil Fleisch dabei. Das ist gut. Gut, Munition haben wir noch dabei. Wir haben noch gut Stimpack dabei. Das heißt also, wir gehen nicht komplett unvorbereitet dahin. Wir setzen gleich wieder einen Schnellspeicherpunkt. Zustand. Diese Waffe ist auch nicht mehr gut in Schuss. Ich nehme die andere in die Hand. Und da wartet schon wieder jemand auf mich. Nein, der macht mich jetzt nicht fertig. 38 von 300. Boah, meine Güte. Warum sind da so viele Yao Guys unterwegs? Noch einer, oder was? Ja, dann lauf doch her! Ja, auf meinem Kompass wird er angezeigt, aber ich sehe nicht. Was soll denn das? Das ist ein Ratskorpion. Der will also was von mir. Ja, komm her! Giftdrüse des Ratskorpions. Gewicht 1, Wert 30. Die nehmen wir mal mit. Und was ist das? Was leuchtet da? Das ist ein Protektron, oder? Ja. 10 Energiezellen nehmen wir gerne mit. Immer nachladen. Das vergesse ich leider viel zu oft. Noch ein ein Gegner. Kernspannungsbatterie, Gewicht 10, Wert 75. Die nehmen wir mal mit. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Was war denn das jetzt? Habe ich da was am Fuß? Nö. Und schon sind die Munition wieder leer. Ist die Munition wieder leer? Fast leer. Müssen wir es aber bald erreicht haben. Weit ist es nicht mehr. Die Hälfte haben wir schon. Nicht schon wieder ein Gegner. Schon wieder ein Ratskorpion. So, jetzt ist er leer. Nehmen wir hier unsere andere Waffe. Welche nehmen wir denn? Minigun.
linkes Repetiergewehr, das geht ohnehin nicht, weil es leer ist. Nehmen wir die Kampfflinte. Aber da muss ich nah ran. Aber es hat funktioniert. Mit einem Schuss ihn fertig erledigt. Noch einer. Wo ist hier Gegner? Hau ab! Da. Nehmen wir gleich wieder mit. Hey, so viele Giftdrüsen, da werden wir ja bald stinkreich. Er hat aber nur geringen Schaden gemacht. Müssen wir aber bald da sein. Ja. Sieht doch gut aus. Das sind nur Protectrons. Die können zwar auch schießen, aber die sind mir ehrlich gesagt lieber als irgendwas anderes. Jetzt kommt der von hinten schon wieder. Der hat noch Altmetall und 8 Energiezellen bei sich. Und der hat doch auch noch ein bisschen was bei sich. Sehr schön. Gleich wieder speichern. Entdeckung. Smith Caseys Garage. Und wo ist Volt 100? Ach, der ist bestimmt da drunter. Da müssen wir jetzt reingehen. Okay, aber für diese Folge war's das dann. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier an dieser Stelle wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.